Angabe GPS wäre 17 Uhr. Für alle das Gleiche. Der Windsack zeigt leider in die falsche Richtung. Der Drachenflieger steht schon eine Stunde dort und wartet mal, dass der Wind von vorne kommt. Und irgendwie sieht das so aus, als ob heute der Tag gecancelt wird. Die Gleitschirme sind gestartet, aber für die Drachen keine Startbedingungen. Und es fängt schon an zu schneien. Das wird wahrscheinlich dann das Ende sein. Macht's halt irgendwas. Sag mal was. Der Windsack umdrehen und dann die der Schnapsack geben und eine halbe Bier. Was meinst du, mit der dann läuft? Bist du sicher? Zwei Glas Bier reichen nicht, glaube ich. Ah, locker. Ja, Schnee und Sonnenschein. Wir hatten heute lange warten müssen auf startbare Bedingungen. Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt, aber dann tat sich doch noch ein Startfenster auf und rasch sind alle Piloten gestartet. Ich konnte auch gleich Steigen finden und mit Basishöhe abfliegen. Etwa 8 Kilometer in Richtung Westen. Es ist aber alles abgeschattet, keine Anzeichen von Thermik zu sehen. Wendepunkt habe ich zwar geschafft, aber nun geht es ständig abwärts. Zwei Drachen sehe ich bei Dillach auf einer Wiese stehen. Gleich werde ich sicher neben ihnen landen. Landet.
Die müssen gleich schwimmen dort. Thermik habe ich auch gefunden. Was ist die heutige Aufgabe? Gestartet sind wir von der Emberger Alm. Der erste Wendepunkt ist die Kirche Gerlamoos am Fuße des Stagor. Bis dorthin sind es etwa 8 Kilometer. Der nächste Wendepunkt ist wieder eine Kirche, die bei Irschen. Also zurück Richtung Westen, etwa 20 Kilometer. Über der Kirche Irschen wird wieder kehrt gemacht. Der letzte Wendepunkt ist die Weißenseebrücke. Wenn man über der Emberger Alm ausreichend viel Höhe machen kann, fliegt man sie von dort direkt an. Etwas kürzer und somit sicherer ist aber der Sprung direkt vom Gaugen aus. Dann sind es nur noch 8 Kilometer bis zum Landeplatz am Baggersee. Ich bin jetzt in einer Höhe von 2500 Metern und fliege zur ersten Wende. Die ist am Fuße des Stagor. Dorthin geht es über den nächsten Berg, den Gaugen. Der ist thermisch sehr aktiv, die erste Wende ist leicht zu schaffen. Jetzt bin ich schon auf dem Weg zur zweiten Wende nach Irschen. Vor mir liegt die Emberger Alm. Gut zu sehen die Gebäude auf dem verschneiten Gipfel des Berges. Nach Irschen geht es über die Mockerspitze, eines Ausläufers des Scharnig. Auch hier gibt es meist gute Thermik. Vor mir das Dorf Irschen mit der großen Kirche, die ich gleich erreichen werde. Habe ich und es geht wieder zurück nach Osten, über die Mockerspitze und die Emberger Alm. Wäre von dort aus zum Weißen See. Vor dem See liegt noch ein Bergrücken,
Da kann ich noch auf einen Aufwind hoffen, den ich aber nur mitnehme, ohne einzugreifen. Weit von meinen Verfolgern, also kann ich es mir leisten, noch einen schönen Blick auf die Landschaft zu genießen. Und dann geht es ab ins Ziel. Okay, alles prima. Das war der Winfried Ostwald mit einem Nasenbohrer.